Ja, hallo liebe Freunde und Feinde. Ich habe letzte Woche, vor genau einer Woche, einmal mit euch das spanische Frühstücks-EPA Nummer 3 probiert. Ich bin jetzt zu dem Schluss gekommen, dass es eigentlich als sehr gut schmeckt. Besonders die Schokolade hat es mir echt angetan, aber es war halt wenig. Es war kein Kaffee dabei, kein Saft dabei, es war ein bisschen Kakao dabei. Es waren 10 Leibniz-Kekse, so Leibniz-mäßige Kekse von der Konsistenz her dabei. Eine kleine Schachtel. Marmelade, dreimal gesüßte Kondensmilch und das war es eigentlich auch schon. Das war ein bisschen wenig, fand ich. Auch wenn es gut geschmeckt hat. Deshalb sind vielleicht die spanischen Soldaten alle so schlank. Ich weiß es nicht. Aber ich habe jetzt was Neues bekommen. Und zwar das amerikanische Meal Ready to Eat Menü 3. Ich habe keine Ahnung, was da drin ist. Hier steht halt nur Chicken, Egg Noodles, also Hühnchen, Eiernudeln mit Gemüse in Soße. Ne? Warfighter recommended, Warfighter tested, Warfighter approved. Dann muss es gut sein. Wenn die Warfighter das als empfehlen getestet haben und das super fanden, das muss perfekt sein. Ne? Meal ready to eat individuell. La la la, ne? Ist aus Cincinnati, Ohio. US Government Property, Commercial Resales on Lafour. Okay, ich habe es ja nicht verkauft, ich habe es nur gekauft für 5 Euro, glaube ich mal. Und mal gucken, ne? Darf nicht in kommerziellen Flugzeugen mitgeführt werden, weil es hier einen Heater gibt. Da fällt mir ein, kein Wasser. Ich hole mein Wasser. Moment. So, jetzt habe ich ein bisschen heißes Wasser geholt, 1 Liter, und 1 Liter kaltes Wasser. Mal gucken, ne? So, hier steht sonst auch nichts drauf. La 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 la, la 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 la. Schön hier mit dem Logo. So sieht's aus. Das Ding ist ein Meal Ready to Eat. Individuell. Ja, Menü 3. Ich öffne jetzt die Tüte. Ich habe gar keine Musik. Ich musste mir irgendwie so eine Musik einspielen. Da 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 da. Krieg's nicht auf. Krieg's nicht auf. Hier steht, hier ist so ein Pfeil für die. Hier steht ein Pfeil, wo man aufreißen soll. Ich nehme eine Schere. So, es ist auf. Mensch, das ging ja einfach. Wir gucken uns jetzt mal an, was da drin ist. Ich habe keine Ahnung. Ich probiere es. So, wir haben Skittles. Eine Packung Skittles. Eine Packung Skittles. Mal schnell weglegen hier. So. Eine Packung Skittles haben wir. Wir haben hier die leere Tüte. Wir haben Crackers. Die kenne ich noch aus meiner Bundeswehrzeit. Damals, wo wir mit den Amis zu tun hatten. Es war wie so ein, fast wie die Hartkekse von der Bundeswehr. Ne? Witzig. Das kenne ich auch noch hier, tatsächlich. Das ist ein Sleeve. Wenn man nachher nämlich etwas warm gemacht hat im Heater, konnte man das da so reinpacken. Witzig. Das hier ist der Heater, um irgendwas warm zu machen. Das hier ist. Ja. Hier sind verschiedene, so eine Mischtüte für Wasser. Apfelsoße.
Das sind die Nudeln. Die Nudeln mit Ei. Wir haben hier einen Löffel, Kunststofflöffel. Hier steht gar nichts drauf, einfach nur hier so ganz kleine Nudeln. Hier ist Apfelsoße. Dann haben wir hier Erdnussbutter, natürlich Erdnussbutter. Peanut Butter, Erdnussbutter. Die war immer ganz lecker. Die habe ich immer gern gehabt, eigentlich. Ne? Apfelgelee. Wir haben das, was bei den Franzosen, was mir bei dem spanischen Epa fehlte. Ne? Das hier ist ein Getränk, Tropical Punch. So ein Pulver reinmachen, mit Wasser verrühren. Schmeckt eigentlich immer ganz gut. Gab es in Deutschland auch mal, das hieß in Deutschland Quench oder so ähnlich. Das ist so ein Pulver, ne? So ein Zeugspulver. Gedöns. Dann haben wir so eine Tüte. Die ist, glaube ich, auch bei allen gleich. Das ist so eine komplette Zubehör-Tüte. So, Zubehörtüte. Ne? Haben wir hier Tabasco-Soße. Yay! Zweimal Pfefferminzbonchen. Spanier hatten eine. Wir hatten hier Instant Coffee. Ne? Bill's Brew beim letzten Mal. Ich weiß noch, wir hatten damals Nescafé da drin. Richtig, Nescafé von der Marke. Ne? Weiß ich nicht, ob das immer so ist oder ob das nur unterschiedlich ist. Warum? Komisch. Ne? Das haben wir. Zucker. Kaffeeweißer. Also trockenes Dingens hier. Milch. Pulver. Toilettenpapier. Das ist so Feuchttücher. Das hier. Natürlich Streichhölzens. Wir haben hier Salz. Und Klopapier. Das gab es so schon in Vietnam. Diese kleinen Packungen hier. Witzig. So, ich muss mal ganz kurz was machen. Da bin ich wieder. Ich muss mich entschuldigen. Ich mache das ja alles live. Ich versuche es ohne Schnitt zu machen, weil ich ja auch natürlich, wenn ich das Ding jetzt aufmache, kann ich es ja nochmal schneiden. Dann muss ich es ja wieder zukleben oder so. Geht nicht. Also Improvisation ist alles. Ach, das geht schon irgendwie. So. Also, kurze Wiederholung. Das Zubehör habe ich eben gezeigt. Ne? Dann haben wir hier Soße und Tropical Powder Punch. Löffel haben wir hier. Na komm. Ich habe es heute echt mit den Öffnungen. Ne? So. Hier haben wir den Löffel. In Vietnam war er kleiner und weiß. Jetzt ist er groß und braun. Fantastisch, ne? Klopapier kann man immer gebrauchen. So, Hot Sauce. Mal gucken. Gut. Also. Jo, wir fangen jetzt einfach mal an. Wie bei dem Spanischen mache ich an. Ich probiere mal eine von den Dragés. Die haben alle keinen Aufreißer, ne? Ist ja echt Aldi. Also sowas. So. Ich probiere mal den Dragé. Der schmeckt nicht. Der ist ungefähr so groß wie der Spanier. Beim Spanier hat man den Mund voll.
Der hier, da ist nix. Schmeckt ein ganz bisschen fruchtig. Ne. Kein Punkt. Also, da war Spanier besser. Ne. Ne. Gut. Trajet anwesend. Lassen wir's. Ne? So. Wir gucken jetzt mal an den Cracker. Wie gesagt, die kenne ich noch von meiner Zeit damals. Ich war ein paar Mal mit anderen unterwegs, in anderen Ländern. Ich erkenne das amerikanische Ehepaar, das alte britische, jetzt gibt es ein anderes, das alte britische kenne ich, das französische und das holländische, das niederländische, so heißt es. Das französische habe ich ja schon mal gesagt in einem anderen Video mit den Klappkochern, ne? Da habe ich einen deutschen Klappkocher aus meiner Heimat gefunden. Ich habe mich gefreut. Ne? So, wir haben hier die Cracker. Ja, das sind die von damals. Die haben sich nicht verändert. Das ist tatsächlich das ist so wie Tuck. Kennt ihr Tuck-Kekse? Das ist keine Werbesendung hier, ne? Übrigens. Von der Konsistenz und so, das ist halt ein sehr weiches, brüchiges Geteige hier. Und ja, am besten, ich finde so am ehesten mit Tuck zu vergleichen. Da sind zwei von diesen Platten drin. Und das ist halt im Gelände so eine Art Brotersatz tatsächlich. Ne? Da kann man zum Beispiel hier so ein Dings hier nehmen. Ne? So ein Peanut Butter nehmen wir jetzt mal, die Erdnussbutter. Die war auch immer ganz lecker früher. Ich habe es halt mit den Fingern. Ne? Ich krieg die Dinger nicht auf. Ne? Bin ich jetzt zu blöd? Das war eine rhetorische Frage. Ich erwarte jetzt von euch keine Antwort darauf. Dankeschön. Ne? Jetzt haben wir hier die. Das ist aber auch ein Zeug. Das ist aber auch. Oh, und die riecht. Die riecht. So, wir probieren. Boah. Da hat man so den Mund voll. Es ist total lecker, ne? Ich mag Erdnussbutter richtig gerne, ne? Aber das Ding ist so unglaublich. Da ist der Mund so voll gepappt, ne? Also, ja, gib's ihm. Alter, sieht aus wie Babydurchfall. So. Aber gut. Man kann das jetzt schön drauf machen. Der brüchige Keks, da muss man echt aufpassen. Jetzt tun wir noch mal ein bisschen Apple Juice darauf. Das haben die Amis mal gemacht damals. Dachte ich mir nur so, warum macht ihr das? Aber, boah, äußerst geil. So, Kalorien, Fett, hau rein, ey. Apple Jelly. Na gut. Probieren hier. Beim Spanier habe ich ja gesagt, ist mir ein bisschen zu wenig gewesen. Das war ja aber auch nur Frühstück, ne? Nicht für den ganzen Tag. Das hier muss ich sagen, alleine hier. Kekse mit Erdnussbutter und den anderen Kram. Dazu noch ein Kaffee und mit Kaffeeweißer und so. Zucker dabei. Ja.
Sehr schön. So. Ja. Gut. Kein Problem. Nur kurz was trinken. Wenn man zu viel Erdnussbutter hat, ist der Mund immer voll, ne? Habe ich einen guten Party-Gag für euch, ne? Gibt einem einmal 10 oder 15 Stangen, hier Salzstangen, ne? Und dann sagt ihr, wenn du die alle innerhalb von einer Minute weg hast, dass der Mund leer ist, ne? Dann gibt ihr ihm eine Kiste Bier. Das schafft man nämlich nicht. Genauso wie mit der Erdnussbutter, ne? Der ganze Mund ist vollgeklebt, vollgeproppt, ne? Cool. So, ich probiere jetzt einmal den. Da ist er. Den Tropical Punch. Ne? Dann haben Sie hier mal schön Ihre Nährwerttabelle hinten, ne? 0% Fett, 0% Cholesterin, 1% Salz, 11% Kohlehydrate, Vitamin A 0%, Calcium 0%. Da ist gar nichts drin. Wir werden es uns mal angucken müssen. Zack. Oh, oh, das riecht so künstlich. Alter Satan. Ich muss mal einen halben reintun hier. Ein bisschen kaltes Wasser dazu. Alter, das riecht so künstlich. Bei der Bundeswehr hatten wir so ein auch, das gab es dann im Gelände immer, ne? Das war so ein Multivitaminsaft oder so. Das hieß bei uns so BASF 2000, weil das so eklig war. Und das hier ist irgendwie, glaube ich, auch nicht besser. So. Ekelig. Alter. Ah, das ist nur künstlich. Da ist ja nichts. Das ist ja. Das war, glaube ich, mal ein Färbemittel für Damenunterwäsche. So riecht das, so schmeckt das. Also nicht lecker. Sehr künstlich, sehr, sehr stark. Wenn ich mir das angucke hier, ne? Die Farbe, die Konsistenz, ne? Was ist rot und liegt auf dem Feld? Eine alte Bauernregel. So, lecker. Also, wir haben hier Streichhölzer. Wir haben kein. Doch, da. Ein Anreißer. Mal gucken. Ich habe Feuer gemacht. Geht. Das geht. Check. Lassen wir durchgehen. Klopapier benutze ich jetzt nicht vor euch. Tut mir leid, habt Verständnis dafür, ne? Also, ihr wisst, wie das funktioniert, ne? Das sind so Papiertücher, die faltet man aus, dann die Amis knautschen das. In Europa wird der meistens gefaltet und dann kommt der Reinigungsvorgang. Ne? Also nicht vor der Kamera, es ist hier kein Fetisch. So, was haben wir noch hier? Den Kaffee, den müssen wir noch mal probieren. Ich brauche noch eine Tasse. Moment. Wie gesagt, alles ein Schnitt ohne Pausen oder so, ne? Und deshalb, ja. Ich habe meine Flippy-Tasse ja gerade misshandelt mit diesem richtig furchtbaren Tropical Punch. Das ist aber auch so ein Schlag in die Fresse, das Zeug, ne? Lecker. Total. Wenn ich wochenlang nichts hatte, freue ich mich darüber. Aber sonst, ne? Ich habe jetzt meine eine Tasse, ne? Neues vom Überspast. Bei YouTube, gebt mal Überspast ein und dann guckt euch mal, genießt es. Es ist völlig abgedreht, es ist geil, es ist ja liebenswert. Ne? Neues von Überspast. Fantastisch. Urlack, ein Fan. So, ich bin ein Fan von ihm. Er wahrscheinlich nicht von mir, aber ich von ihm. So, wir gucken uns an. Dex.
Ich nehme mal meinen heißen Kaffee, mein heißes Wasser. Heißes Wasser. Ich nehme Bill's Brew Instant Coffee. 100% Kaffeezubereitung. Aus Texas. Firma GZA LLC bla at hot water schalala. Riemen. So. Es kommt jetzt. Was haben wir hier? Ja. Ist ein bisschen grobkörniger als. Oh, das riecht gut. Ist ein bisschen grobkörniger als Nescafé. Und die Brösel sind nicht alle so ähnlich, so gleich wie von Nescafé. Aber es hat sich schon aufgelöst, sehr schnell. Cool. Ich brauche aber unbedingt ein bisschen Zucker rein, weil Kaffee pur ist für mich. Ich sitze den ganzen Tag im Büro und trinke nur Kaffee, ne? Ja, ich bin süßer. Komm, rein damit. Egal. Gott, Screenspiegel. Wollen wir nicht. So. Wir probieren es. Der schmeckt. Tatsächlich. Bill's Brew. Bill's Brew hier. Bill's Brew schmeckt. Und mit Zucker sowieso. Ein bisschen stärker finde ich. Ich habe jetzt aber nicht ganze Tasse voll gemacht hier. Ne? Sieht man es da? Ne? Drei Viertel nur. Die ist jetzt ein bisschen stark, finde ich. Ne? Kann sein, wenn ich jetzt die ganze Becher bis oben voll gemacht hätte, wäre es vielleicht nicht so ganz so stark gewesen. Aber schmeckt. Wie gesagt, das habe ich ja vermisst bei dem spanischen Epa. Ne? Irgendwie Kaffee. Ich brauche Kaffee. Ne? Morgens gerade. Ne? Das ist so. Geht gar nicht ohne. Jetzt habe ich das hier aufgerissen. Also, ich schneide nochmal. Jetzt. Kaffee Creamer, also Kaffeeweißer. Alles rein damit. Was soll's. Thomas Gast würde sagen, hurra, die Gams, was kostet die Welt. So, probieren's. Der ist gut. Also damit könnte man wirklich leben. Das ist wirklich. Der ist gut. Hm? Ja. Geht. Der Kaffee ist okay. Muss ich wirklich das. Das haben sie, ne? So, haben wir noch Salz. Salz werde ich mal nicht testen. Ich denke, das schmeckt nach Salz. Ja, check. So. Skittles kennt jeder. Die mache ich jetzt nicht auf. Ich glaube, die verschenke ich mal irgendwie, weil ich mag die gar nicht so gerne. Aber von welcher Firma sind die eigentlich? Wer stellt Skittles her? Wer hat denn da ein gutes Geschäft mit der US-Regierung gemacht? La 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 la. Skittles. Hier steht zwar Skittles, aber Skittles ist ja nicht Skittles. Die gehören ja irgendwo zugestimmt, ne? Made of Sugar. Sirup, schalala. Wrigley's. Aha. Wrigley's Company hat die hergestellt, aber Wrigley's gehört ja zu Mars. Das bedeutet, die sind von Mars. Die auch Milky Way und Snickers herstellen. Verrückt. Da hat Mars wahrscheinlich richtig gutes Geschäft gemacht, wenn die in jedem EPA so ein Ding hier reinschmeißen dürfen. In jedes MRI, ne? Lohnt sich wahrscheinlich, ne? Wie gesagt, ich mach's jetzt nicht auf. Ich mag die nicht. Ich weiß, wie sie schmecken. Aber ich verschenk's einfach morgen weiter. Irgendeinen Abend finde ich schon, der sich die Dinger reinpfeift. Der Kaffee ist lecker. Verdammte Axt, dass sowas möglich ist. So.
Ja, jetzt haben wir hier die Nudeln. Wir haben hier die Nudeln. Die müssen wir noch essen. Da müssen wir jetzt durch. Ne? 25 Minuten ist das Video alt. Und ich muss jetzt Nudeln essen. Gut, hilft nichts, für euch tue ich alles. So, was haben wir denn hier? Gott, was soll das denn alles sein hier? Also das hier ist die... Hier steht auch mal drauf, hier die ganzen Nutrition Scores. Ne? Das kann man nachher dann hier und dann kann man das außen löffeln. Kann man das hier unten so zusammenfalten. Zack, zack. Ne? Dann hat man das so als Pub-Wrap. It's a wrap. So, dann haben wir hier den Heater. Remove a meal ready to eat, pooch and pepper from meal ready to eat. Tear off the. Was haben wir denn hier? Zack, aufreißen, haben wir. So. So, weil Holding. Ich muss das jetzt auch, ich habe es noch nicht gemacht. Wir haben das damals mal auf dem Speedkocher gemacht. Ja. So, rein damit. Kommt jetzt rein. So, der kommt hier jetzt rein. Wahrscheinlich werden einige von euch sagen, nein, du machst das gerade falsch. Scheiße. Und ich werde nachher sagen, das funktioniert ja nicht. Scheiße. Do not overfill. Ich habe jetzt mal ganz doll overfilled. Scheiße. Jetzt. Jetzt haben wir es. Check. Hier sind zwei Linien, ne? Da muss das rein. So. Zwei Linien. Hold sleeve, la bla sa vasa. Ach so, wollen die das haben. Wie aktiviere ich das Ding? Wie aktiviere ich das Ding? Ich sag was. Alter, das reagiert gerade. Hört ihr das? Explodiert das jetzt? Das wird heiß. Satans, schade. Alter. Oh. Oh. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Brutzelt wie. Alter, es brutzelt wie Hölle. Habe ich das falsch gemacht? Weiß schon, glaube ich, warum wir das alles in Dings gemacht haben, ne? Damals auf dem Speedkocher. Wir haben dieses Ding eigentlich, wüsste ich nicht, dass wir das benutzt haben. Lecker Kaffee. Gut, wir warten jetzt ein bisschen. Jetzt muss ich ein bisschen aufheizen. Oh. Oh, das geht auch nicht. Man muss es oben auflassen, weil sonst, pff, ne? Egal. Kurze Geschichten zu MRI. Wir waren mal in Holländern unterwegs, auf dem Übungsplatz und in Iralessie. Und die Holländer wollten unbedingt unsere E-Pass haben. Und wir fanden das scheiße, wir fanden das Holländische viel geiler. Und dann, die Holländer fanden ihres aber gar nicht so toll. Und dann haben wir nachher getauscht. Und ich habe gesagt, guckt, was ihr drin habt, was wir drin haben. Ne? Die hatten frische Pfirsichstücke in Tüten da drin. Ne? Da haben wir von geträumt. Mensch, geträumt haben wir davon, damals. 14, 18, Kartoffelkrieg. Ne? Für die Jüngeren unter euch. Ne? Ich habe übrigens
ich glaube, letztens waren es 15% Zuschauer zwischen bis 25 Jahre alt. Das fand ich total interessant. Ne? Ich glaube, 60% sind über 30 und 15% sind bis 25. Dann sind bei 25 bis 30, das sind so Auswertungsstufen. Ne? Und ich habe dann auch ein paar über, ich glaube, ich weiß nicht, 60 oder so, 65, 60, waren auch noch 10% oder so, die sich das angucken. Ne? Und deshalb, wenn ich so damals, ne, wenn ich dann erzähle, wie damals so in den 90ern die Bundeswehr waren, ne, dann werden sich die Jüngeren zurücklehnen und sagen, oh, guck mal, Opa erzählt vom Krieg. Ne? Opa erzählt vom Krieg. Ne? Als wir in der Scheiße lagen. Ne? Ich im Schützengraben und ihr in den Windeln. So. Ist das jetzt bald soweit? Ich weiß es nicht, aber ist auf jeden Fall sehr heiß. Ich mache das gleich auf. Wir wollen hier nicht ewig abchillen, ne? Ich habe extra eine Schale hingestellt. Das sieht hier aus gerade, ne? Mein Tisch hier. Oh, oh, ne? Ein Drama. Ich fühle mich schuldig. So viel Müll, ne? Das muss ich sagen, das US-EPA hat richtig viel Müll, ne? Also das muss ich wirklich sagen. Das ist leider sehr viel. Ach so. Gut. So, das reicht aber auch. Zack. Voll am Glühen, das Ding. So. Wir probieren das jetzt einfach mal. Ich habe jetzt hier so eine Schale hingelegt. Ach nee, ich mache das hier aus dem Sleeve mal. Was soll das denn? Ich nehme mal eine Schale dazu. Ich bin ja kein Eiernudeln-Fan, ne? Das ist ja wirklich. Oh, das wird so ein schlechtes Video, ne? Das wird so ein schlechtes Video. Diesmal. Ich finde es total geil. So richtig verpeilt, so richtig. Oh, es ist warm. Es ist richtig heiß geworden. Bist du bekloppt? Wir haben das damals mal genommen, haben das aufgeschnitten, haben das in den Peakpot rein, haben es auf den SB-Kocher gestellt. So haben wir es damals gemacht. Ich habe jetzt gesehen, man kann das auch hier reinschütten und warm machen. Aber gut. So sieht's aus. Ne? Ich will jetzt nicht sagen, das sieht aus wie, als hätte ich zwei Tage durchgemacht und muss dann, egal, kommen. Ne? So, auf der Straße so. Mm. Es ist tatsächlich warm. Nicht heiß, aber warm. Ich hätte es ein bisschen länger reinmachen können. Mm. Mm. Wir haben hier Nudeln, ein bisschen Fleisch. Möhren haben wir hier drin. Mm. Und Hühnerfleisch, also Hühnerfleisch, Nudeln in der Käsesoße. Habe ich gerade angesabbert. Der erste Geruch war eben so ein bisschen boah, ne? Aber das schmeckt. Hätte ich nicht gedacht. So nach dem ersten Geruch, so wo ich es aufgemacht habe, dachte ich nur, wow. Aber das schmeckt tatsächlich. Das kann man richtig essen. Und ich möchte jetzt nichts sagen, aber Hühnchen mit Eiernudeln, das ist sogar eingeschränkt lecker. Ich bin Ich wollte, wo ich es aufgemacht habe, schon einen dummen Spruch lassen. Habe ich da zum Glück nicht, oder? Aber
Das geht. Das schmeckt tatsächlich gut, das ist reichlich. Ich habe jetzt die Schale fast leer. Also diesen Poppen hier, ne? Den habe ich jetzt leer. Ja. Und muss wirklich sagen, das war reichlich, das war gut. Also das war völlig okay. Wenn man Cola hat, zieht man das natürlich so rein. Ne? Bisschen Kaffee noch hier. Ja. Also dieses Chicken mit Eier, also Hühnchen mit Eiernudeln, das schmeckt. Das kann man wirklich essen. Das war, ich weiß gar nicht, was ich damals hatte. Also zwei, drei verschiedene hatten wir. Aber das hier ist echt, echt gut. Also zusammen mit den Crackern, die sind ein bisschen bröselig hier. Ne? Die fallen so auseinander. Gut, kann sein, dass das ein paar Mal hier beim Rumwerfen oder beim Stapeln gepresst wurde. Dass es deshalb ein bisschen bröselig geworden ist. Ne? Aber die Cracker gehen zusammen mit der Erdnussbutter. Sehr cool, sehr lecker, muss ich sagen. Die scharfe Soße will ich noch mal ganz kurz probieren. Aus der Löffel. So, oh, mal gucken hier. Hilft ja nichts. Die scharfe Soße mal probieren. Das ist. Hau ab. Diamond Crystal. Aus Georgia. So, mal probieren. Oh, nee, warte. Das brauche ich. Die scharfe Soße ist recht scharf. Ich mag eigentlich echt scharfe Sachen. Ich probiere jetzt nochmal die Apfelsoße oder den Apfelmus. Oh. Na, das ist hier Galiba. Oh, das ist gut dagegen. Das ist gut gegen die Soße. Boah, mir tränen die Augen. Das hat richtiger Apfelmus, ne? So zum Nachtisch oder so ist der wirklich. Alter. So. Ist der wirklich gut. Das kann man wirklich, muss man sagen. Apfelmus, super. Ne? Die Nudeln, wirklich gut. Tatsächlich. Cracker, okay. Erdnussbutter, richtig reichlich drauf. Da kriegt man auch bestimmt zwei Cracker komplett mit beschmiert. Scharfe Soße ist echt scharf. Ich weiß nicht. Gut. Holla die Waldfee. Oh. Ne? Und ja. So, das war's auch schon. Wie gesagt, Skittles lasse ich zu. Zum Abschluss benutze ich jetzt einmal das Feuchtpapier. Nicht zu verwechseln mit dem Klopapier. Ja, so mal das Feuchtpapier. Finde ich auch sehr cool. Fürs Gelände, sowas. Ich hatte im Rucksack immer Feuchttücher dabei. Allein um ab und zu zwischendurch mal die Hände zu machen, ne? Hände zu desinfizieren. Oh, die scharfe Soße ist sehr scharf. Total lecker. Alter. Aber gut. So, Gesamturteil. Ich hatte ja schon das spanische Epa, das Frühstücks-Epa, das war nur Frühstück. War mir zu wenig. War super geschmeckt, aber es war viel zu wenig. Das New Ready to Eat hier soll ja für einen Tag sein. Das Ding. Und damit kommt man gut drüber weg. Das muss ich wirklich sagen. Das geht. Also es ist sehr lecker. Da gibt es auch noch verschiedene Sorten. Komplett, was es hat. Ne?
Aber das hier ist wirklich, wirklich gut. Vor allen Dingen sind da Getränke bei. Auch wenn ich diesen Tropic Punch ganz schlimm finde, der ist richtig schlecht. Aber hatten die Spanier zum Beispiel gar nicht dabei. Die hatten nur so Kakaopulver dabei. Die Spanier. Die Spanianer. Ja. Das war es auch. Ich habe jetzt einen Riesenberg Müll hier liegen, tatsächlich. Und keine Mülltüte. Ich würde zum Beispiel gut finden, wenn ich so eine Berge von Müll produziere, dass ich auch eine Mülltüte reinlege. Die französischen E-Pass, das zeige ich auch nochmal. Jedenfalls die ich hatte, die hatten immer noch eine Mülltüte drin. Dass man alles, diesen ganzen Kram in einen Beutel reinschmeißen konnte und dann in den Mülleimer packen konnte. Das fehlt mir hier so ein bisschen. Das finde ich ein bisschen schade. Aber sonst, gut, man kann ja auch hier die eigentliche Tüte hier nehmen, ne? Und das alles reintun, das geht ja. Ne? Aber gut. Test MRI, also Meal Ready to Eat, Menü 3 mit den Hühnchen mit Eiernudeln, könnte man sehr gut mit zurechtkommen, muss ich sagen. Also das war alles okay. War jetzt nichts, bis auf den Tropical Punch, war nichts dabei, wo ich sagen würde, würde ich nicht in den Mund nehmen. Und das Zeug würde ich nicht in den Mund nehmen. So, fein. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Vielleicht habe ich mich voll zum Affen gemacht. Das ist okay so. Da stehe ich drüber. Da muss ich mit leben. Ja, schaltet ein. Demnächst, ich habe noch verschiedene französische hier. Kommandoration und Übungsration und Einsatzverpflegung und was ich was. Die kommen auch noch dran. Die holländischen, dänischen. Ich glaube, Norweger habe ich auch noch irgendwo. Gucken wir uns mal alles zusammen an. Würde mich freuen, wenn ihr einschalten würdet. Und wenn ihr euch ein bisschen unterhalten wollt, ne, guckt mal rein bei Urlaub Entertainments. Ne, neues vom Überspast. Ich bin nicht verwandt mit ihm. Ich kriege keine Provision von ihm. Aber ich finde es halt lustig. Prost. Und der Kaffee ist immer noch gut. So. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.